biegen Sie sich rechts in 4,7 Kilometern. Natürlich machen wir das. Und warum machen wir das? Weil wir unterwegs sind in den Urlaub. Da soll es in dem Video aber gar nicht drum gehen, sondern vielmehr um die Frage, wie ist es denn überhaupt jetzt in der aktuellen Situation, wo die Grenzen wieder auf sind, die Reisewarnung aufgehoben ist, Urlaub zu machen. Wir probieren es aus, es hat sich so ergeben. Wie ist Reisen? Ja. In der Corona-Zeit. Mit Corinna. Mit Corinna. Großveranstaltungen dürfen immer noch nicht stattfinden. Das ist auch gut so, aber auch wir müssen mit der Einschränkung leben. Entsprechend mussten wir spontan unsere Wochenendplanung umplanen. Ja, und wir fahren in den Urlaub. Und weil wir uns lange gefragt haben, was kann man denn in der aktuellen Situation eigentlich machen, was darf man, was ist erlaubt, haben wir gesagt, wir probieren das Ganze einfach mal aus und fahren mal weg. Aber nicht in Deutschland, weil das machen wir eigentlich jeden Tag schon im Rahmen von unserem Experiment, sondern wir fahren in die Niederlande. Ja, wir fahren in die Niederlande. Ja. Und so viel können wir verraten, das hat schon mal funktioniert, weil wir sind sogar schon in den Niederlanden. Spontan reisen schwierig, in den Niederlanden sowieso, weil Freistehen ist da verboten. Deswegen haben wir einen Campingplatz gebucht in Blumendal am See, nennt sich das. Ja, ist am Meer, ist in der Nähe von... Halten Sie sich links. Ist in der Nähe von Zandvoort, unweit weg von Amsterdam. Also die Lage ist gut, wir haben die Räder dabei, schauen mal, was uns da erwartet. Der Buchungsprozess war überhaupt kein Problem. Ihr müsst gewisse Dinge beachten, die in den Niederlanden auch noch gelten. Ansonsten in der Öffentlichkeit Abstand halten, 1,5 Meter zu allen anderen, die nicht zu eurem eigenen Hausstand gehören. Wenn ihr in den Urlaub fahrt, passt auf, zu dritt im Auto schwierig. Mehr wie 3 Personen auch nur dann erlaubt, wenn ihr in der gleichen Wohnung im gleichen Hausstand lebt. Das sind so ein paar Dinge. Wir verlinken euch da unten auch nochmal eine Referenz vom niederländischen Tourismusbüro. Da könnt ihr das nachlesen. Aber ansonsten für uns eigentlich alles kein Problem. Deswegen haben wir gesagt, ab in die Niederlande hat den Vorteil, ja, es ist das nächstgelegene Meer von uns und da wollen wir hin, weil Urlaub ohne Wasser ist nur ein halber Urlaub. Und deswegen düsen wir jetzt erstmal weiter und schauen mal, was uns vor Ort erwartet. Ja. Willkommen! Also bis jetzt ein wunderschöner Campingplatz mit Plätzen in den Dünen. Also es ist wirklich... Wir müssen jetzt erstmal ein bisschen rumlaufen, uns das alles mal anschauen und dann blenden wir euch ein paar Bilder ein. Oder auch nicht, es regnet draußen. Herzlich willkommen im Urlaub. Irgendwie zieht uns das magisch immer an. Wenn wir im Urlaub sind, regnet es und zu Hause bestes Wetter. Aber gut, wir machen das Beste draus, bleibt ja auch nichts. Aber jetzt erstmal, wir sitzen es ein bisschen aus und wenn nicht, packen wir die Regenponchos aus. Wir müssen mal gucken, was wir hier heute machen können. Aber wir sind auf jeden Fall erstmal da, das hat schon mal super geklappt. Die Grenzen zu den Niederlanden waren noch nie wirklich zu. Das ist das, was viele immer nicht ganz wussten oder falsch wussten oder gedacht haben. Grenzübertritt war überhaupt kein Problem. Wir wurden hier relativ freundlich empfangen. Der komplette Campingplatz ist ausgelegt, quasi kontaktlos hier anzureisen. Wir haben im Vorfeld schon Schrankenkarten bekommen und mussten auch nirgendwo zu einer Anmeldung. Also von dem her richten sich viele Campingplätze und Stellplätze schon so ein, dass sie auch in der jetzigen Situation ohne Probleme eigentlich da reisen oder anreisen können. Ja, wir stehen hier. Relativ schöner Platz. Ziemlich parzelliert. Wir zeigen euch da mal ein paar Bilder. Wenn denn dann schöneres Wetter ist. Die nächsten Tage ist besser gemeldet. Ist also kein Problem. Aber jetzt erstmal zur Frage, kann man denn in der aktuellen Situation reisen? Ja, man kann. Wie die weiteren Einschränkungen aussehen, sei es einkaufen gehen und vielleicht auch mal essen gehen, Strand und so weiter. Das werden wir sehen, aber nicht bei dem Wetter. Schaut mal. Wasser. Das Wetter. So schön. Das Wetter ist zwar immer noch nicht gut, aber gut genug, um zum Meer zu laufen. Ja, alles pitschepatsche nass, aber das hat Meer sowieso so an sich. Der Campingplatz 100 Meter einmal über die Düne. Und ihr seid am Meer. Wunderschön. Ja, gut, bis aufs Wetter, aber. Es wird. Morgen wird's besser. Wasser gehört zu Urlaub. Im Urlaub sind wir. Wasser haben wir. Und die Strände sind, ich weiß nicht, ob ihr es seht. Die Strände sind ratzeputze leer. Ja, ratzeputze leer. Viele Leute sind nicht da. Tourismus hält sich in Grenzen. Also ich habe den Strand für euch. Weiterer Vorteil und ein absolutes Go für Urlaub in der jetzigen Situation. Ja, es fühlt sich ein bisschen komisch an. Eigentlich mitten im Sommer.
am Strand zu sein, nichts ist los. Aber gut, gut für uns, schlecht für die Daheimgebliebenen. Ansonsten hier keine Hinweisschilder, kein gar nichts. Also es ist alles ja, sehr, sehr ruhig. Mega entspannt. Ein Haufen Strandbars im Hintergrund. Die haben alle irgendwie zu. Also die Lichter sind an. Ich weiß nicht, ob die noch aufmachen. Jetzt aktuell haben sie zu. Ja, ich denke, die machen noch auf oder bereiten sich fürs Wochenende vor. Es ist ja jetzt seit 1. Juni, haben hier die kompletten Restaurants, Bars dürfen wieder aufhaben. 30 Personen im Innenbereich, im Außenbereich, egal wie viele Leute. Ja, man sieht sogar, doch, da oben sind vereinzelt sogar ein paar Leute drin. Egal, das checken wir in den nächsten Tagen noch aus. Wir gehen heute Abend sogar mal essen. Wir haben einen Tisch reserviert. Schauen uns das mal an. Maskenpflicht gibt es hier in den Niederlanden nicht. Ist ganz schön, es wirkt mehr normal wie bei uns. Wir waren auch schon einkaufen. Es ist ein bisschen komisch, ohne Maske einkaufen zu gehen. Aber auch hier, ja, ähnlich wie bei uns, überall Desinfektionsmittel. Und naja, also. Weiter geht's. Weiter geht's. Wir laufen weiter. Schauen mal, was hier am Strand von Sandford noch ist. Der Campingplatz aber, da sind wir über die Dünen. Da hinten seht ihr schon Sandford, also das ist super, super schnell zu erreichen. 4 Kilometer sind es, dann seid ihr in Sandford. Schönen guten Tag. Hallo. Und jetzt reden wir ein bisschen leiser, weil hier sind ganz viele Tiere. Ja, wo sind wir? Nicht in Afrika, sondern immer noch in den Niederlanden, im Nationalpark Kemmenerland. Und es ist schön hier. Also unglaublich facettenreich. Es sieht manchmal so ein bisschen aus wie ein Kruger Nationalpark. Unglaublich viel toter Baumbestand, grüne Wiesen, ganz durcheinander, viele, viele Tiere, viele Vögel, Büffel, Rehe, Hirsche, ganz, ganz viel. Super schön. Kleine Häschen. Wir haben uns gestern den kompletten Tag schon verlaufen, also hier wirklich. Lauft los, guckt, wo ihr ankommt. Super schön. Also wir laufen hier weiter, wir schwelgen noch ein bisschen rum. Haben wir gestern schon gemacht, machen wir heute. Und egal, wo wir abbiegen, es sieht immer wieder ein bisschen anders aus. Birgt neue Überraschungen. Aber das habt ihr auf den Bildern ja schon gesehen. Wir düsen jetzt hier weiter noch ein bisschen rum. Und schauen mal, was wir noch so entdecken. Wunderschönen guten Morgen. Guten Morgen. Ja, was ist heute für ein Tag? Unser Urlaub ist fertig, wir packen, wir räumen auf und dann geht's für uns nach Hause. Das Wetter, ja, verabschiedet uns äußerst freundlich, weil es regnet draußen. In dem her fällt uns der Abschied nicht allzu schwer. Aber wir gucken erstmal, dass wir auf die Straße kommen, weil wir sind schon ein bisschen zu spät und dann gibt's für euch nochmal ein Fazit. Urlaub zu Corona-Zeiten und vor allem in den Niederlanden, ja oder nein. Aber wir machen erstmal ab und wir sehen uns gleich wieder. Und wir müssen Kaffee trinken, ja, weil den hatten wir noch nicht. Ich glaube, ihr seht's. Jetzt heißt noch eine Runde Wasser ablassen. Dafür haben wir euch auch ein Video schon mal gemacht und das verlinken wir euch irgendwo hier. Wasser ablassen und dann geht's ab nach Deutschland.
Leute, ich sage euch was. Wir klauen jetzt noch 2 Fahrräder und dann ist unser Urlaub wieder fertig. Also ja, wir klauen eigentlich unsere eigenen Fahrräder, weil unser Schlüssel ist im Schloss und wir haben keinen zweiten. Ja, der Schlüssel ist abgebrochen. Jetzt haben wir uns einen Bolzenschneider gekauft. Wir klauen jetzt unsere eigenen Räder. Ich sage euch was. Ich hoffe, das funktioniert. Sonst haben wir ein Problem. Also, hättet ihr gedacht, dass es so einfach ist, so ein 10 mm Stahlkabel zu durchtrennen? Ich nicht. Jetzt wissen wir es. Also, wir kaufen uns ein besseres Schloss. Das haben wir gelernt. Aber jetzt, ja, endlich nach Hause. Zu unserem Stellplatz. Nee, stimmt gar nicht. Erstmal nach Hause die Fahrräder wegbringen. Die parken wir zu Hause. Dann geht's wieder auf den Waldparkplatz, an dem wir die letzten Tage standen, als wir noch zu Hause waren für die Nacht. Und morgen geht's wieder arbeiten. Ja, aber wir sehen uns quasi zu Hause nochmal zu einem Fazit. Reisen, Niederlande, Corona, ja, nein. Bis gleich. Wir haben wieder geparkt auf unserem regulären Parkplatz, wo wir die letzten paar Male schon gestanden sind, bevor wir in Urlaub gefahren sind. Ein kleines, kurzes Fazit zu unserem Urlaub in den Niederlanden. Kann man in der Corona-Zeit Urlaub machen in den Niederlanden? Definitiv ja. Daumen nach oben. Daumen hoch an der Stelle. Ihr habt Einschränkungen, die habt ihr in Deutschland auch, aber deutlich weniger wie noch bei uns. Es ist natürlich auch da so, dass die nach und nach immer mehr Lockerungen eintreten. Und so ist es auch, dass ihr spätestens ab dem 1. Juli dort wieder vollkommen uneingeschränkt Campingplätze nutzen könnt, zumindest zu jetziger Zeit. Auch jetzt muss man ehrlicherweise sagen, dass dort die Lage ein bisschen entspannter wirkt wie bei uns in Deutschland. Es mag auch damit zusammenhängen, dass da keine Maskenpflicht herrscht oder... Aber gut, ihr seht natürlich auch da Desinfektionsmittelspender an allen Ecken und Enden. Aber die Leute wirken ein bisschen entspannter. Mag auch damit zusammenhängen, dass die Leute, die jetzt in den Urlaub fahren, ins europäische Ausland, grundsätzlich schon mal ein bisschen entspannter mit dem Thema umgehen. Aber wir haben, um ehrlich zu sein, von Corona nicht so wirklich viel mitbekommen. Und das war schön. Und es war schön, war nämlich eine kleine Auszeit, bevor es hier morgen mit dem Alltag wieder losgeht. Weil wir müssen arbeiten, der Wecker klingelt um 4.30 Uhr. Das heißt für uns an der Stelle, wir müssen aufräumen, wir haben ein bisschen... Wir haben ein bisschen viel Nordsee-Sand mitgebracht. Wir räumen auf, räumen um, richten uns wieder ein, weil da hinten ist noch elendes Chaos. Haben Hunger, essen was. Aber als Fazit, Urlaub in Corona-Zeit geht definitiv, aber ihr müsst das Ganze vorbereiten. Lest euch da ein. Ich verlinke euch unten nochmal ein paar interessante Artikel zu Einschränkungen in europäischen Ländern. Auch schreibt gerne mal in die Kommentare, wie eure Erfahrungen sind. Wart ihr schon weg? Fahrt ihr noch weg? Was sind eure Bedenken? Vielleicht können wir euch die ein bisschen nehmen oder ein paar Infos geben, was wir jetzt oder was unser Eindruck war. Ansonsten dürft ihr auch gerne unseren Kanal abonnieren. Glocke nicht vergessen. Ding, ding, ding. Es geht wieder weiter mit regulären, ja, 30 Tage Vanlife-Videos. Wir werden sehen. Für heute machen wir Schluss. Wünschen euch noch einen schönen Abend. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Bis bald.